Kuckuck, da bin ich wieder. Formel 1 2020, meine Karriere. Ich weiß, ein bisschen lange her, meine letzten Folgen ein bisschen unbeständig jetzt gekommen, aber Leute, Ferien, Sommer, Hitze, hat man halt was Bestes zu tun. Aber heute dachte ich mir, es wird Zeit, dass ich meine Karriere für Racing Point weiterführe. Ich hoffe, mit der Aufnahme ist alles halbwegs okay. Ich habe ein bisschen was umgestellt, weil das ein bisschen geruckelt hat. Fand ich nicht so geil. So, wir sind erstmal im Training. Wir sind jetzt bei Bahrain. Sehr schön. Wie immer erst das Training, dann Qualifying. Vielleicht das beides in einer Folge und das Rennen extra. Aber ich habe ja... Mann, das ist so nervig. So, Autoeinstellung laden, habe ich alles schon mal gemacht. Mit der neuen Startzeit sind die Temperaturen jetzt vielleicht niedriger als früher, aber wir sind immer noch in der Wüste. Der Grip ja. Wird nicht konstant sein bei dem Sand, der auf die Streckenoberfläche geweht wird. Falsche? Ja, die will ich. Oh. Jetzt bin ich aber gespannt. Okay, dein Ziel ist es, möglichst viele Kurventore so schnell und präzise wie möglich zu durchfahren. Vergiss nicht, in der DRS-Zone dein DRS zu aktivieren. Im letzten Rennen haben wir jetzt halt nicht so viel gerissen. Gut, wir haben Punkte bekommen. Was für Racing Point nicht so schlecht ist. Ja, das war ja. Restzone in Kürze. Bereit machen. Die Entfernung siehst du auf deiner MFA. Der ist ja schon gern optimal insgesamt. Schade. Könnte trotzdem noch was werden, aber wir sind ja extra. Nein, das muss ich zurückspulen. Ich will einfach nicht noch eine Runde fahren. So, ich bin kein Pro, ist nun mal so. Oh, ein Reimemonster. Nein. Das wird wohl keine optimale werden. Möchten wir doch noch eine Runde dranhängen. Okay, wir hängen noch eine Runde dran. Das sieht gut aus. Versuchen wir jetzt in den Violettbereich. Oh, da vorne fahrt man doch in eine Kiste. Warum ich da immer nur auf grün kriege, weiß ich jetzt auch nicht. Mir Gott. Ich will nicht noch eine fahren. Das wird grün. Doch nicht. Hier war ein Lenker ganz praktisch, da könnte man schalten mit den mit der Wippe hinten und mit der DRS ist manchmal ein bisschen schwer, aber das. Wenn ich die letzte Kurve halbwegs bekomme. Warum?
Yeah, baby, yeah. Weil schneide ich es auch zurecht? Ich glaube nicht. Reifenmanagement bin ich nicht so der allerbeste drin. Außer mein Auto ist natürlich hoch. Du bist aufgepowert, was das ganze Zeug angeht. Aerodynamik und Chassis. Und Schabazierfähigkeit. Bei diesem Test geht es vor allem um Reifenmanagement. Versuche das Ausbrechen in jeder Kurve zu kontrollieren. Sei besonders beim Beschleunigen am Kurvenscheitelpunkt vorsichtig. Ja. Hier würde ich mich mit Grün schon zurecht. Weil mit Grün zufrieden geben. Seid nicht. Voller! Ich bin kein Reifenflüsterer. Ich muss ja irgendwie in der Kurve lenken. Um Gottes Willen. So, ihr müsst in die Kommentare schreiben, wenn ich das so schnell hinterratter. Aber ich habe seit dem Release von dem Spiel schon 85 Stunden in das Spiel versenkt, was ja nicht zu wenig ist. Deswegen mache ich jetzt noch Benzinmanagement. Hier weiß ich, das brauche ich nicht versuchen. Ich bin kein Reifenflüsterer. Werde ich auch nie sein. Benzinmanagement. Ja. Da weiß ich nicht, wie das Auto... Ich habe ja, wie gesagt, noch nicht viel freigeschalten bei den... Bei den FE-Zeug. Ich habe gerade den Namen vergessen. Fortschritt und Entwicklung. So rum. Forschung und Entwicklung. Da verbraucht die Kiste halt noch ein bisschen mehr. Technik anzuwenden. Sei nicht zu aggressiv am Gas. Aber denk daran, du musst die minimale Rundenzeit unterbieten. So. Einfach ein bisschen näher vom Gas gehen und rollen lassen. Ab hier. Und ein bisschen näher schalten. Delta und schon liege ich ziemlich im Delta zurück. Habe ich der S ausgemacht, die schlauer Typ? Ein bisschen Gas geben. Gott. Hab noch eine Chance. Schade. Ich muss nochmal zurückgehen. Das würde nie ein Rennfahrer machen. Obwohl, ich werde hier mal eher vom Gas gehen.
Los. Wie gesagt, das würde im echten Leben würde das kein Rennfahrer machen, weil das einfach nur total bescheuert wäre. Nur um Benzin zu sparen auf der Geraden, wo man ja sehr viel Schwung mitnehmen muss, einfach mal komplett vom Gas zu gehen. Aber damit haben wir das Optimale, das heißt ein paar Punkte mehr. Dann würde ich sagen, wir beenden das erste Training. Die Folge geht noch weiter. Ja, ich bin schon Level 30, mehr gibt's nicht. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen investiert in das Spiel. Aber vor Lance Stroll, 2 Zehntel. Leclerc. So. Oh, pop. Fahrdetails. Hier gibt's, naja. Punkte gesandt immerhin schon. Wir haben ja fast nach gar nichts. Vor allem Chassis und Aerodynamik da. Aber gut, da ist in Entwicklung, oder habe ich das falsch gesehen? Da muss ich dann im direkt mal. Sind. Also, wer die Formel 1 derzeit wirklich verfolgt, der würde wissen, dass die Scuderia-Fahrer ein bisschen hinter Racing Point da. Ja. Aber das konnte ja dann nicht wissen, dass Ferrari so dermaßen beschissen performt. Das konnte ja niemand wissen. So, DRS. Also, im zweiten Training mache ich das meistens so. RS, Qualifying, drittes Training, Rennstrategie. Weil man bekommt noch ein bisschen Bonus, wenn man alle drei Trainings, ist das Richtige, oder? Richtige Plural? Bei diesem Programm geht es um ERS-Management. Dein Ziel ist es, die Batterie im Laufe einer Runde effizient einzusetzen, um die Zielzeit zu erreichen. Mit der Überholtaste wird die Batterie schnell geleert, aber dafür sorgt sie für maximale Leistung. So, Vorderziellinie ausschalten. Ab hier zählt es nämlich. Und wenn wir bremsen, wird die Leistung ordentlich gefüllt. Oh, zu frei eingelenkt, schade. War jetzt vielleicht auch nicht optimal, aber eigentlich müssten wir das wenigstens schaffen. Ja, yeah. Vielleicht nicht die allerspannendste Folge, aber wenn man das ein bisschen gespielt hat, auch die Vorgänger, dann hat man eine Art Routine drin. Jetzt versuchen wir schneller Sektor 1 und schneller Sektor 2 beim Teamzielen zu schaffen. Ziemlich wenig auf der Strecke, 6 von 20. Ist ja auch eine ziemlich lange Strecke. Immerhin sind wir Vierter. Oh. Mal sehen, wie schnell die Kiste kann. Oh Gott, wir sind schon langsamer als das Delta. Oh Gott, das wird sehr schwer werden.
Die Kurve ist nicht gerade meine Lieblingskurve. Aber wir liegen noch gut in der Zeit. Ja, so spitze liegt das Auto noch nicht. Aber es sieht schon mal gut aus. Yeah. Mal sehen, was es am Ende, für welchen Platz es am Ende reicht. Das finde ich auch ziemlich lustig, wenn man jetzt die Session beendet, fährt er irgendwo in der Wallerei rum. Warum wir es nicht einfach beendet, weiß ich nicht. Schöne Kamera, was mit die Videos noch kommen. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Der Anfänger fährt. Ich habe ganz vergessen, welchen Namen ich mir gegeben habe. Anfänger passt da dann schon ziemlich gut, muss ich sagen. Hab gerade mal einen Schluck getrunken, ist ziemlich warm. Wie ich schon erwähnt habe, jetzt machen wir noch schnell das Training. Und da würde ich sagen, wir ballern vielleicht noch das Qualifying direkt mit in die Folge rein. Da haben wir das, wie es in echt ja auch ist, Qualifying am Tag vor dem Rennen auch auf YouTube. Ich weiß nicht, in welchen Abständen ich hier die Folgen bringen werde für Formel 1. Weil ich nebenbei auch noch Borderlands spielen wollte. Und bremsen. So. Dürfen wir ja hinkriegen. Gut, das Driften hat jetzt wahrscheinlich 1,5 Zehntel gekostet. Also ich schalte selber, deswegen kommt das manchmal bei ein bisschen komisch. Ein bisschen weit raus, aber wo kein Kläger, da kein Angeklagter. Gut, das schaffen wir locker. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Dann gar nicht so viel reden, muss ich mich doch ein bisschen konzentrieren.
Nee. Gib mir einfach darum, dass ich es nicht nochmal fahren will. Also ein bisschen weiter weg von den Curbs. Verbrennungsmotor ist halt auch schon für ein Rennen ziemlich verschlissen. Wenn ich da jetzt noch die Dings auf Fett stelle, wird der wärmer und das heißt, der Verschleiß schneller. Und da werden wir mehrmals im Jahr dann Gridstrafen, weil wir einen neuen Motor brauchen. Und versuche ich noch zu vermeiden. So. Großartige Runde. Da gehen wir in die Garage, gucken uns das Ganze mal an. Das mit den Reifen brauchen wir jetzt gar nicht versuchen, das. Nee. So, welcher Platz sind wir? Ganz knapp. Wir werden wahrscheinlich nicht da bleiben. Aber wir beenden das und gehen direkt zum Qualifying. Erstmal wieder einen Schluck trinken. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Hamilton, Leclerc. Ja, das gibt auf jeden Fall gut Punkte. 1795. Da können wir wahrscheinlich irgendwas... Irgendwas kann man da bestimmt kaufen von. Das machen wir auch gleich. Allein schon damit das vielleicht vor dem nächsten Rennen schon fertig ist, was ich bei dir glaube. So, was hast du? Ja, es soll nicht regnen in der Wüste. Ganz... Achso, wir können, glaube ich, nicht, oder? Achso, das geht automatisch. Oh. Wir können gar nichts entwickeln, weil das gerade entwickelt. Hier ist nicht verfügbar. Okay. Wir können nichts entwickeln. Also, wie versprochen in der Folge noch das Qualifying. Nein, im Endeffekt sind es ja auch nur drei Runden. Die gehen raus, bevor zu viel los ist. Wir können jetzt nichts beim Auto stellen, außer den Frontflügel dürfen wir noch ändern. Da stand gerade da was, ich weggeklickt habe. Top 5 wäre schon geil. Man merkt halt direkt, dass er auf Maximal fährt. Er hat schon mehr Power.
Ich kann überhaupt nicht reden. Ja, das war nicht ganz optimal. Aber so weit vor müssen wir jetzt nicht kommen. So, wir gehen in die Garage. Einfach damit die Session viel schneller beendet ist, wenn wir draufklicken. Session Info. Wo ist denn Strahl? Direkt hinter uns. Eine halbe Sekunde. Okay. Das finde ich ein bisschen doof. Man muss hier direkt auf Session beenden gehen, weil wenn man da oben weitergeht, dann macht man die anderen beiden Qualifiers überhaupt nicht mit. Top 10, Top 10. Achter. Yeah. Und da waren ein ganz paar Fahrfehler noch drin, also Sechster könnten wir vielleicht noch schaffen. Im Endeffekt sind es 1,5 Zehntel. Aber was ich gerne mache mit dem Medium, die zweite Qualifying Session zu bestreiten, damit ich dann im Rennen auf Medium starten kann, das werde ich jetzt hinten versuchen. Da bin ich ein bisschen weit weg, also direkt, die Strecke ist noch leer. Auch nicht so 100%ig optimal. Alexander Albon, eine schnellste Runde. Ich bin gespannt. Oh, ein knappes 10. Nein, wir beenden die Session. In die Top 10 werden wir schon sein, hoffe ich mal. Vierter, so kann es bleiben. Lance Stroll ist 10. Damit ist er gerade so drin, oder? Ist ja gerade auch ein bisschen durcheinander in echt in der Formel 1. Weiß nicht, wer es von euch verfolgt. Irgendjemand bestimmt. Vielleicht kriegt man jetzt die perfekte Runde hin. Glaube ich ja nicht. Da hat er noch Stroll vor uns.
Ah, ein bisschen weit für Windschatten, oder? Oder hilft er uns? Du bist gerade die bislang schnellste Runde gefahren. Saubere Arbeit. So, wir gehen hier in die Garage. Wir gucken, wie viel Tausendstel wir Vorsprung haben zu Leclerc. Naja, vielleicht wird es da in Top 5. Vor allem haben wir in der letzten. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,28,1. War nicht perfekt, aber wir gehen zum Rennen. Fuck it. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen. Aber bevor es losgeht, ist ja der Hammer. Einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung: der Anfänger, Bottas und Charles Leclerc. Ich freue mich wirklich drauf. Damit ist das Qualifying beendet. Aber ich muss dann direkt mal gucken, ob ich bei den Fahrhilfen Dings mit anhab. Weil sonst, also das Losfahren, das geht mit Controller einfach. Man verliert ja deftig viel Zeit. Weil normalerweise könnte man ordentlich die Kupplung treten, dann hat man das Gaspedal, geht ja beim Auto auch viel einfacher als mit einem Trigger hinten am Controller. Solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. So, Präferenzen, Gameplay-Einstellungen. Ich bin gerade ein bisschen. KI, Rückblinken, Parkfamilie, Autostarten, Safety Car. Rennbeginn, okay, wir waren komplett verkacken. Wie dem auch sei, ich würde sagen, das war's für die Folge. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es zum Rennen geht, von der Pole Position, wenn wir um die Plätze 7, 8 kämpfen. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen.